Oh Leute, jetzt ganz genau zuhören. eWeber.com bietet jetzt mittlerweile sogar PS4-Spiele an, die ihr günstiger kaufen könnt, als ihr sonst gewohnt seid. Aus dem Shop, aus dem Laden, von Amazon oder. Das heißt, wenn ihr Interesse habt an einem geilen Game, nutzt den Code Chappy für 3%. Dazu kriegt ihr noch einen Euro hinterhergeschmissen. Und wenn ihr PSN-Karten braucht, klappt das genauso. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir sind heute nicht allein. Ich habe das allererste Mal in einem Video bei mir einen offiziellen Gast, einen anderen YouTube-Creator, Content-Creator, YouTube-Star, nennt ihn wie ihr wollt, ich nenne ihn einfach Sharky. Sharkys Video habe ich ja in einem meiner letzten Videos vorgestellt und ich habe euch ja gesagt, das ist noch nicht alles. Und ich habe auch gesagt, wer coole Ideen hat, wer motivierend ist, wer sympathisch ist, der bekommt auch mal mehr als nur eine kleine Chance bei mir. Und deshalb ist das Video heute mit dem guten Sharky. Ich grüße ihn mal. Hallo Sharky. Wir stellen euch heute unsere Top 5 Liste der besten CODs aller Zeiten vor. Und ihr könnt euch ja natürlich jetzt schon Gedanken machen, was wohl auf Platz 1 ist. Mein kleiner Part heute ist, ich darf die ersten beiden vorstellen. Auf Platz 5, auch wenn subjektiv gesehen für mich das beste COD aller Zeiten ist, aber ich weiß, dass es absolut kontrovers ist. Deswegen haben wir uns darauf geeinigt, Call of Duty Ghosts. Ihr kennt es alle, viele von euch mögen es nicht, viele Kommentare habe ich gelesen, die es absolut feiern. Eins der besten CODs für mich persönlich sogar das beste COD, was jemals gemacht wurde. Ich fand den infizierten Modus extrem geil, ich fand die Map sehr cool. Waffen wie die Honey Badger haben wirklich für mich vieles geprägt. Es war so mein erstes COD, was ich aktiv online gezockt habe. Mir hat es persönlich sehr viel Spaß gemacht, es hatte natürlich auch viele Fehler, damit kann ich absolut leben, aber insgesamt muss man sagen, bei vielen Leuten ist es in der persönlichen Rangliste sehr, sehr weit vorne und ich persönlich fand zum Beispiel deutlich besser als jetzt AW oder ein anderer Teil. Mehr Teile möchte ich noch gar nicht nennen, die ich besser oder schlechter fand, denn sonst spoilere ich ja. Das auf jeden Fall für mich mit Abstand eines der besten CODs, was ich jemals gespielt habe. Ich würde mir ein Ghost 2 wünschen, ich weiß, dass viele von euch dagegen sind. Einige mochten es nicht, ich kann aber auch verstehen, dass, oder einige sollten verstehen, dass direkt vor Call of Duty Ghosts kam Black Ops 2. Und Black Ops 2 hat die Erwartungshaltung der Community natürlich ins Unermessliche gebracht. Danach kam dann eben Ghost, was natürlich die Erwartungshaltung auch niemals hätte schaffen können. Weshalb ich einfach auch nicht glaube, weil der Titel so verbrannt ist, dass wir in Ghost 2 irgendwann sehen. Aber lassen wir uns überraschen und kommen wir zu Platz 4 bei dem Ganzen. Danach gebe ich an den guten Sharky rüber. Platz 4 bei dem Ganzen ist Black Ops 3. Wir haben sehr lange überlegt bei der Liste und der vierte Platz war sehr, sehr schwierig. Black Ops 3 hat einige Vorzüge gegenüber anderen Spielen. Es war das allererste Advanced Movement Spiel, was gut umgesetzt war. Black Ops 3 ist wirklich mit dem Content, der nach dem Release dazu kam, eins der besten CODs bisher gewesen. Das, was sie damit reingehauen haben, ob das Waffen sind, Maps oder sonst was, großartig. Einige DLC-Maps von Black Ops 3 sind richtig gut spielbar. Das einzige, was ich als Riesenmanko bei dem Spiel habe, ist das Schwarzmarktsystem. Das war wirklich eins der schlechtesten, das zweitschlechteste im Prinzip. Das schlechteste ist das, was wir aktuell haben bei Black Ops 4. Nichtsdestotrotz, das Gameplay hat sich sehr flüssig angefühlt, die Server funktionierten sehr, sehr lange, die Vorgestelltlisten waren super, die DLC-Waffen, wenn man sie hatte, haben Spaß gemacht. Das Matchmaking war problematisch, das scheint aber immer bei Treyarch ein Problem zu sein. Aber insgesamt, wenn ich ganz ehrlich bin, Leute, eins der besten Spiele und für mich persönlich natürlich mein Anfang der YouTube-Karriere, wenn wir es schon so nennen wollen. Mit 0 angefangen und jetzt mittlerweile, ich glaube, 11.000 oder so, also absolut cool. Und viele Leute, die jetzt noch unter meinen Videos immer fleißig dabei sind, damals kennengelernt. Deshalb Kuss geht raus an alle. Ein tolles Spiel, aber nach 3 Jahren Spielen hat es auch gereicht. Leider kam danach ein Spiel, was nicht so gut war. Jetzt aktuell ist es dann noch schlechter geworden, aber wir haben Hoffnung. Jetzt auf jeden Fall will ich einen guten Sharky abgeben. Der stellt euch jetzt nämlich die Top 3 von uns vor. Meine Bitte an euch, lasst uns beiden noch ein Like da, lasst uns beiden noch ein Abo da. Ihr werdet dieses Video natürlich auf beiden Kanälen sehen können. Und schreibt unten unbedingt in die Kommentare, und ich hoffe, er wird euch auch noch mal daran erinnern, was ist eure Top 5 Liste? Ich werde es auswerten und wir können ja mal gucken, welches COD bei den meisten auf Platz 1 ist. Ich bin gespannt. Wir sehen uns später. Haut rein. Was geht, Leute? Ich bin Sharky und ich darf heute mit Chappy dieses Video hier machen und ich habe mich echt drauf gefreut. Leider muss ich euch meine Fresse antun mit der Facecam, weil Chappy es so gewollt hat. Aber wenn der Chef spricht, macht der Azubi natürlich, ne? Ebenfalls bedanke ich mich bei Prototyp 2025, der uns die Gameplays bis auf das Ghost Gameplay zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank an dich, sehr korrekt von dir.
Ich darf euch jetzt die Top 3 unserer Call of Duty Teile vorstellen. Seid gespannt, denn es stehen noch 13 Teile zur Verfügung, die in Frage kommen könnten. Kommen wir nun zu Platz 3. Auf Platz 3 mit fast 31 Millionen verkauften Spielen steht Modern Warfare 3. Und dieses Spiel hat nicht nur gigantische Verkaufszahlen erreicht, sondern auch gigantisch viele Herzen der Spieler erobert. Auch viele YouTuber hatten ihre Anfänge mit Modern Warfare 3. Beispielsweise ein Montana Black hat damit angefangen, ein Marcel Scorpion, ein Visca Barca. Also viele der heute ganz Großen in der YouTube-Szene haben damals mit diesem Spiel angefangen und das war auch einfach ein atemberaubend gutes Spiel. Das ganze Spiel wurde quasi noch mit dem Soundtrack von Dame untermalt, mit Payflow. Dieser Song war auch einfach legendär. Und es war damals einfach dieses gesamte stimmige Bild, was dieses Call of Duty meiner Meinung nach so gut gemacht hat. Aber es ist immer noch nicht das beste Call of Duty gewesen. Ich weiß, viele von euch werden jetzt wahrscheinlich sagen, dass das Spiel das beste aller Zeiten gewesen ist, aber es hatte auch seine Schwachstellen. Wenn man sich wirklich ganz genau an die Zeit zurückerinnert, weiß man, dass viele sich über ganz viele überpowerte Waffen aufgeregt haben, dass das Balancing teilweise einfach überhaupt nicht gepasst hat. Einige Maps waren viel zu groß und viel zu unübersichtlich, viel zu verkämmt, teilweise dieses ganze Spiel. Aber es hat natürlich auch viele positive Seiten gehabt, sonst wäre es nicht auf Platz 3. Die Streaks waren gut. Gerade die Spezialisten-Streaks für alle, die mit Black Ops 4 angefangen haben. Nein, es sind keine Spezialisten wie in Black Ops 4. Nein, bloß nicht. Und allgemein der Spielspaß und dieser Community-Zusammenhalt, der da noch da war, war sowas von legendär, dass dieses Spiel wirklich einen verdienten Platz 3 hat. Es war sehr geil damals und ich kann mich noch an viele geile Nächte mit den Kollegen erinnern. Ich persönlich verbinde mit dem Spiel auch noch meine allerersten Schritte auf YouTube, weil ich mich damals zu den Zeiten schon mal als kleiner Content-Creator versuchen wollte mit zarten 13 oder 14 Jahren und die Videos waren absolut scheiße. Deswegen habe ich damals nicht weitergemacht. Aber jetzt habe ich dann doch mal die Chance ergriffen und ziehe jetzt durch. Aber was verbindet ihr mit Modern Warfare 3? Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich weiß auch von vielen Freunden und Bekannten, dass sie dieses Spiel abgrundtief gefeiert haben. Platz Nummer 2. Mit knapp 6 Millionen weniger verkauften Einheiten, also nur 25 Millionen. Trotzdem das Spiel meines Herzens, Modern Warfare 2. Das waren meine Anfänge im Online-Shooter. Ich habe dieses Spiel gesuchtet und geliebt. Ich habe 6 Wochen lang in den Sommerferien in diesem Spiel verbracht und keinen Tag was anderes gemacht. In diesem Spiel haben sich auch große Clans wie der FaZe Clan gebildet und das war einfach das beste Spiel, um snipen zu lernen aller Zeiten. Und wenn man viele über das neue COD reden hört, wünscht man sich ja, dass es quasi eine Mischung aus Modern Warfare 2 und Modern Warfare 3 wird, weil die Waffen und das ganze Spielverhalten in diesem Spiel, gepaart mit den Maps, mit allem drum und dran, war einfach richtig geil. Einige von euch werden dieses Spiel wahrscheinlich nicht gespielt haben, weil sie entweder erstens zu jung sind oder zweitens erst später dazugekommen sind in die Call of Duty Szene, aber glaubt mir, wenn ihr die Chance habt, nochmal irgendwie in den Genuss zu kommen, Modern Warfare 2 zu spielen, macht es. Ihr werdet es nicht bereuen. Gut, die Lobbys sind mittlerweile ziemlich verhackt. Das ist am Ende dem Spiel auch zum Verhängnis geworden, weil damals auf der PlayStation 3 waren die Standards, was Anti-Hacker-Systeme angeht, noch nicht so hoch, wie sie heute eben sind. Und das hat dann dafür gesorgt, dass dieses Spiel leider gestorben ist. In meinen Augen hat es eigentlich einen anderen Tod verdient gehabt, weil dieses Spiel war einfach geil. Killstreaks in diesem Spiel waren auch legendär. AC-130, das erste Mal so eine Streak, das muss man auch wieder erwähnt haben. Die Streaks, die ganzen Killstreaks, die wir heute kennen, haben mehr oder weniger alle ihren Ursprung in Modern Warfare 2. Modern Warfare 2 war das erste Spiel, wo es wirklich richtig viele Killstreaks gab. Vorher gab es halt wirklich nur UAV, also ich kann kein Deutsch mehr, Drohne. Dann gab es den Harrier Strike und den normalen Heli. Dann war vorbei. Mehr gab es nicht. Und in Modern Warfare 2 gab es halt wirklich eine Auswahl an Killstreaks, die du machen konntest und selber entscheiden konntest, welche Streaks du mitnimmst. Und das hat dieses Spiel wirklich damals richtig hochgepusht, meiner Meinung nach. Ihr könnt auch wieder gerne anderer Meinung sein. Kommen wir jetzt zu Platz Numero Uno und nicht Numero Dos. Platz Nummer 1, ganz klar, Black Ops 2. Ich habe leider keine Verkaufszahlen gefunden, die ein endgültiges Resultat darstellen,
sondern nur Verkaufszahlen in den ersten 24 Stunden. Und das waren 8,8 Millionen Stück in 24 Stunden. Das muss man sich mal überlegen, wie viel das ist. Aber es ist nicht Platz 1, weil es das meistverkaufte Call of Duty ist, was es glaube ich auch nicht ist, sondern einfach, weil dieses Spiel sowas von legendär war. Es gibt kein Call of Duty, dem heute so sehr nachgetrauert wird wie Black Ops 2. In Black Ops 2 war einfach alles stimmig. Die Maps, das Waffengefühl, die Waffen, es war sehr gut ausbalanciert. Es hat über Jahre sehr viel Spaß gemacht. Mit Black Ops 2 hatten die Leute in COD auch eine viel, viel höhere Erwartungshaltung gegenüber anderen Call of Duty Spielen, was, wie Shappy schon sagt, Ghosts ein bisschen schlechter dastehen lassen hat, als es in Wirklichkeit war. Dieses Spiel hat einfach wirklich neue Maßstäbe gesetzt, was Killstreaks, was Maps angeht. Das Spiel war einfach... Mehr kann man dazu nicht sagen. Und heutzutage zeigt sich auch immer wieder, wenn man jetzt Black Ops 4 spielt, dass viele wirklich alte Maps gerne zurückhaben möchten aus Black Ops 2 und auch aus Black Ops 1. Black Ops 1 hat leider nicht in diese Liste hier geschafft, weil ich persönlich bin mit Black Ops 1 anfangs nie so wirklich warm geworden. Ich kann jetzt aber nur für mich sprechen, ich spreche da nicht für Shappy. Aber ich würde sagen, ihr könnt alle verstehen und nachvollziehen, warum Black Ops 2 wirklich den ersten Platz verdient hat. Es war so ein gehyptes Spiel, es hat Call of Duty, dieses ganze Franchise, ziemlich hart gepusht und nach oben gebracht und war quasi auch das letzte seiner Art, wo man wirklich noch richtig aktiv viel gespielt hat und es richtig gehypt und gefeiert hat. Zumindest meiner Auffassung nach. Es mag sein, dass ihr vielleicht unter Umständen ein anderes Spiel hier auf dem ersten Platz seht, aber ich muss sagen, für mich und für viele, viele Leute, die ich kenne oder auch nicht kenne, von denen man einfach nur liest oder hört, ist Black Ops 2 das beste Spiel, was Call of Duty je rausgebracht hat, beziehungsweise was Treyarch je entwickelt hat. Aber schreibt ihr doch jetzt mal in die Kommentare, was eure Top 5 Lieblings-Call of Duty sind. Ich bedanke mich jetzt in meinem und Shappys Namen einfach mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. An der Stelle möchte ich auch mal ganz kurz erwähnen, weil Shappy es so gut wie nie macht, folgt ihm mal auf Instagram. Link ist unten in der Beschreibung. Genauso wie von meinem Kanal, den ihr auch gerne besuchen könnt. Und ihr könnt natürlich auch gerne mal bei Instagram bei mir vorbeischauen. Ich poste nicht sonderlich viel, aber Shappy ist da deutlich aktiver. Und in dem Sinne möchte ich sagen, wie ihr es gewohnt seid, ich bin raus, liked das Video und tschüss.